So, dann guten Morgen und herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Der DAX liegt heute oder kann im Moment deutlicher zulegen. Einerseits eben an dem Reversal von gestern und dann eben auch noch hier im Dow Jones bzw. im S&P 500 Index. Und die US Futures liegen auch deutlich im Plus heute. Im DAX ist jetzt ist die Situation erstmal recht, sag ich mal, eindeutig, solange jetzt hier wie oft diese Marke von 9.775 hält, darf es nach oben gehen. Allerdings sieht man eben auch hier an der Linie, ich schalte nochmal in den 15er rein, wo hier gestern die Reversal-Kerze gab, dann eben nochmal ein starker Rücklauf. Und heute eben eine starke Eröffnung über 9.860 und zwischen den Linien ein Wochenwiderstand und ein Tageswiderstand kommt der Kurs aktuell zum Stehen. Aber eben klar, eindeutige Signale sind nicht vorhanden, jetzt ist hier ein größeres Gap entstanden. Allerdings, wie man eben hier auch sieht, an der letzten Zone wie oft eben abgeprallt. Im Moment, ja, ist ja, in die Stärke würde ich jetzt auch nicht unbedingt reinkaufen. Man hat ja andere Positionen oder ein klareres Bild, wo es hingehen kann. In Silber bleibt er bislang, der Silberpreis bleibt noch unter dem Kaufling von 16,65. Hier gab es jetzt ja die zwei Kerzen starken Abverkauf. Hier könnte noch ein Tief folgen, braucht es aber nicht. Aber eben hier in dem 5-Minuten-Chart, ja, sieht man eine Aufwärtstendenz, aber eben nichts Dynamisches. Deswegen könnte hier noch ein Tief, ein schnelles oder ja, ein dynamisches Tief folgen, schneller Abverkauf und dann Richtung 16,65 wieder ansteigen. Wie schon gestern eben erwähnt, hier gibt es jetzt einen starken Widerstand. Erst darüber dürfte dann der Silberpreis ja wieder richtig ansteigen können. Beim Gold, ja, finde ich die Tageskerze natürlich von gestern sehr schön. Fast am Tief auch das Kauflimit dann erwischt. Und die heutige Tageskerze ist jetzt natürlich noch nicht berauschend. Ist jetzt hier an der Trendlinie, die jetzt aber ja vielleicht nicht so eine große Rolle spielt, aber im Prinzip abgeprallt. Man kann ja auch hier, oder im Prinzip am letzten Kauflimit exakt abgeprallt. Also wenn man die jetzt zusammennimmt, ist die Position jetzt im Plus. Und wie schon gestern erwähnt, wenn es jetzt hier kein neues Tief gibt, war, sage ich mal, das zweite Kauflimit. Ich meine, der Stopp ist ja hier eh schon, aber den habe ich ja auf Schlusskursbasis geändert gehabt, weil der Abverkauf hätte noch ein Stück weiter gehen können. Allerdings nun sind hier jetzt hier eine Korrekturbewegung, hier eine Gegenreaktion, jetzt nochmal eine Korrekturbewegung. Passt es, wenn es jetzt definitiv das Tief hält und es nach oben geht. Noch ein Stück tiefer, wie genauso im Silber, darf es gehen, aber schöner wäre es eigentlich, wenn die Kerze, wenn hier das Tief bleibt. Beim Öl sieht man auch schöne Tendenzen halt, hier mit dem Bruch des EMA 38 war ein Verkaufssignal, wie in den Videos erwähnt. Es war auch zwar erwähnt, dass es hier ganz tief runtergehen kann, wurde aber jetzt hier im Stundenchart am EMA 38 aufgehalten mit einer Reversal-Kerze. Da mir das ja hier eben auch schon nicht so gut gefallen hat, darf jetzt eben das noch nach oben auffächern, aber um dann eben schöner hier nach unten zu fallen.
Hier sieht man auch dann genau in Aprall eben am EMA oder an der Rainbow-Oberkante. Also bislang ist hier eben dadurch, durch das Reversal ist natürlich hier das Chartbild jetzt noch nicht im Tageschart angeschlagen, aber kurzfristig waren hier schöne Short-Gewinne schon möglich. Hier, das ist jetzt, dürfte eine Impulsbewegung wahrscheinlich sein, um es dann eben ja Richtung neues Hoch noch zu generieren und dann hier auf Tagesbasis in dem Bereich dann eine Reversal-Kerze hinzulegen. Das letzte Verlaufshoch lag im Oktober eben bei 50,85. Also in dem Bereich nochmal genau schauen und dann kann man sich einen Short nochmal überlegen. Zu den Forex-Setups gibt es eigentlich die laufen, beziehungsweise das ist ja hier vollendet. Im Pfund Neuseeländischen war hier angedacht, den Stopp hier auf das letzte Tief zu setzen. Allerdings auch hier kann es natürlich und darf es eigentlich noch mal ein Hoch kommen. Wer einfach noch auf weitere Kursgewinne gesetzt hat, einfach den Stopp hier auf rund 2,11 legen und abwarten, wie sich dann es entwickelt oder bei einem nächsten Hoch definitiv nachziehen, dann auf das letzte Verlaufstief. Im australischen Dollar, US-Dollar, gab es gestern auch eine schöne Reversal-Kerze, Kauflimit platziert und wenn es so bullisch aussieht, ist natürlich auch hier den Stopp schon nachzuziehen auf das letzte Tief. Dann hätte man rund, was sind das dann, 30 Pips Risiko noch und die Chance auf ja, EMA 200, der liegt knapp unten unter der Zielmarke, aber eben rund 120 Pips Potenzial bei Risiko jetzt von 30. Passt definitiv das Chance-Risiko-Verhältnis hier. Das war's erstmal. Danke fürs Zuhören und ich melde mich dann später nochmal.